Dies ist eine Exponentialgleichung, weil die unbekannte x als Exponent auftritt. Wir haben links die Basis 7 und rechts die Basis 5. Wir werden also nicht dieselbe Basis haben können und deshalb nehmen wir einfach ln an beiden Seiten, denn dieser Exponentialausdruck mit positiver Basis ist immer streng positiv für egal welchen x-Wert und dieser Exponentialausdruck ebenfalls, weil die Basis ja streng positiv ist, ist der ganze Exponentialausdruck immer streng positiv, für egal welchen x-Wert. Also, die Zahl links sowie auch die Zahl rechts sind beide streng positiv, deshalb dürfen wir beidseitig ln anwenden. Man könnte auch einen anderen Logarithmus nehmen, ich habe eben den natürlichen gewählt. Warum ln? Weil dieser Exponent jetzt nach vorne springen kann, wo er multiplizieren wird, und dieser Exponent ebenfalls. Und zwar durch diese wichtige Eigenschaft von einem Logarithmus, ln von a hoch b, das ist b mal ln von a. Also dieser Exponent springt nach vorne, wo er multipliziert, und dieser auch. So erhalten wir diese Gleichung, und genau das ist die Wirkungskraft von einem Logarithmus. Diese Exponentialgleichung ist dank dieser Eigenschaft vom Logarithmus verwandelt worden in eine einfache Gleichung ersten Grades in einer unbekannten x. Das ist keine Exponentialgleichung mehr. Also die lösen wir wie immer. Hier wird zuerst ln von 7 verteilt, hier wird ln von 5 verteilt. So erhalten wir diese Gleichung. Jetzt setzen wir alle x-Terme auf eine Seite und die anderen auf die andere Seite. Somit erhalten wir diese Gleichung. Wir sind aber gewohnt, die Unbekannte auf der linken Seite zu setzen. Also setzen wir diesen Teil nach links und diesen Teil nach rechts. Wenn a gleich b ist, dann ist b gleich a. Das ist also okay. Und links können wir dann noch x ausklammern. So erhalten wir diese Gleichung. Jetzt wird auch durch diese Summe geteilt und somit haben wir den möglichen Wert für x gefunden. Die einzige Lösung dieser Gleichung ist also dieser Bruch. Dann stecken wir diese Lösung noch in die Lösungsmenge hinein und schon sind wir fertig.